Naja, ich traue ihn einfach nicht, weil Nein, er also wir X-File beide. benutzt. Was? Weil er X-File benutzt, damit man durch Gestein Ding. Oh nein, das war nicht Meinst Stefan, das war Stefan. Aber ich hab's sage auch jetzt mal nicht, benutzt. den nicht anprallen. Zwei Skelette. Also er könnte es benutzen, also es ist ja nicht klar, aber Ich ich hab's weiß raus. es Ich nicht. doch. Ich Ich hab's weiß doch. es Der ist nicht. draußen. Ich weiß, wenn wir das machen, werden wir so extrem failen eben. Weil er ist gut im PvP, Stefan. Eigentlich der fast der Beste von meinen Kollegen. Ah, du bist das. Sieht so nice aus. Sag wieder, ja, ich weiß es jetzt nicht, ob die Ebene betrügen werden oder so. Ich bin mir einfach zu unsicher. Ja, wir müssen ja auch nicht mit denen unbedingt das Battle machen. Vielleicht können wir denken, dass die beiden aufnehmen müssen und alles zeigen müssen, ohne Schnitt. Also einfach ein kleines Let's Battle zum einfach testen, so. Aber ja, eben, ich traue denen noch Und nicht wie so. findest du das hier jetzt? Ja, sieht nice aus. Schön, heimisch. Jetzt brauche ich nur noch ein paar helle Blätter, dass ich weiß schon, was ich mache. Gibt zwei. Oh, ist schon wieder Regen. Also ich mache das immer sehr schön, Ich dass habe es das schön Wetter ist. ausgemacht. Ich mache es wieder an, weil das gehört einfach zu Minecraft. So. Hast du gerade Brot? Ah, hier ist dein Brot. Ich habe nur noch die Hälfte. Und ein Schweinefleisch ist noch drin, gebratenes. Ja. Ich werde mal mit dem Bogen Skelette jagen. So langsam kann ich mit dem Bogen umgehen. Am Anfang war ich einfach zu schlecht zum Zielen. Oh. Nee. Juhu, zwei Schläge. Ja, der Bogen ist extrem stark am Anfang. Und gegen Enderman ist es nicht so gut, einen Bogen einzusetzen. Da lieber das Schwert und dann auf den Fuß zielen. Boah, die Spinne greift so durch den Ding an, durch das Schwert. Also Spinnen sind die zweiteinfachsten Gegner, finde ich. Einfachsten sind immer noch Zombies. Ja, eben. Man kann sie sehr auf der Distanz halten, das ist das Gute. Eine Spinne, ja, eine Spinne. Wir machen dann eine Hühner- und Kuhfarm, wenn wir Ja, Kühe anfangen. das könnte ich auch noch machen. Wenn ich hier gleich unten bin. Auch unterirdisch, oder? Ja. Also wir machen eigentlich überirdisch eigentlich nur Bauernhöfe für NPCs und so. Ja, aber ich finde einfach unterirdisch viel schöner, weil dann auch die Welt oben noch Wenn du schön die ist. Befehle freigeschalten hast, können wir zum Beispiel slash NPC create machen. Dann haben wir NPCs, die sogar laufen können, sogar reden können. Also, Reden. ja, man kann eingeben, dass sie reden. Also wenn, dass sie etwas in den Chat schreiben. Sammle mal ein bisschen, sag schon. Schwarzpulver, nicht Schwarzpulver. Feuerstein. Ja. Für die Pfeilen. Pfeile. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Das stimmt. Als Schweizer eben. Schweizerdeutsch ist extrem einfach und Hochdeutsch ist extrem schwer. Und das so zu ändern, das ist schon. Und wenn ich jetzt Schweizerdeutsch wieder reden würde, dann ist es 99% gar nicht verstehen. Ja, Vor das habe allem ich im Urlaub Norddeutsch. erlebt. Da
Die Musst Schweizer du. reden sehr, sehr ungern Hochdeutsch. Die haben dann, das waren halt kleinere Kinder, die haben mich nicht verstanden, ich sie nicht. Dann haben wir Englisch geredet. Ja. Ich auch nicht so gut bin. Jetzt haben wir Englisch in der Schule, aber vor 10 Jahren hatten wir noch kein Englisch in der Schule, also erst ab der sechsten, nein, ab der siebten Klasse. Dann bin ich jetzt nicht so gut im Englisch. Hat es irgendwo noch Gräuel? Nein. Also wir machen Städte, Dörfer, wir können eigentlich alles bauen, Ja. was nicht gerade zu groß wird oder so. Ich werde noch was Cooles im Dschungel bauen, das verspreche ich euch. Aber ich sag noch nicht was, aber ich kann es dir nachher noch in der Skype-Konferenz sagen, was ich baue. Etwas, was passt. Etwas, was passt. Weil wenn du irgendwie ein Schwein oder so in den Dschungel baust, dann passt es ja nicht. Nee, das wird nichts mit Tiere. Ja, ist es nur ein Vorschlag, also ein Vorschlag, Ein Beispiel. ein Beispiel. Wir haben viel Holz, soll ich wieder Holzkohle herstellen? Ja. Okay. Ja, es ist Nacht. Ah, es ist wieder Tag. Juhu! Es ist eigentlich schon 25. der erste Part hochgeladen. Es sind schon drei, vier Parts hochgeladen. Achso. Und hat schon ein paar Aufrufe. Ja, es ist recht beliebt. Also, andere zum Beispiel, Mount Blade Warband haben erst nach 2 Tagen ein wenig Aufrufe. Und das hat es jetzt schon über die Nacht eigentlich Aufrufe gehabt. Hier hat es Schweine und ein Skelett. Aua, du bist blöd. Forscher. Ich forsche. Architekte. Oder wie sagt man dem? Archäologe. Ein verunglückter Archäologe. Ich gehe mal in den Dschungel, der nordwestlich ist. Ja, ich glaube, ich sehe es Hinten. sogar auf meiner Minimap. Es ist ein großer Dschungel. Das ist ein Riesendschungel. Soweit ich jetzt sehe, schon mal sehe. Auch hügelig. Naja, es ist eher gerade. Schade. Aber ich schau mal, wie er weit hin. Ah, hier ist ein Hügel. Hier ist ein Hügel. Ja, ist der Hügel. Er ist hügelig. Nur am Anfang hier beim Strand ist er gerade. Ja, er ist extrem hügelig. Ja, irgendwie deckt sich die Ka also die Chunks nicht so schnell auf. Keine Ahnung. Ich könnte mal nachschauen. Grafik Aber es einstellen, könnte sein, dass Performance. ich beim Betteln auch aufnehmen kann. Ah, cool. Wir könnten mal 1 gegen 1 machen, aber es ist nicht so Also ich interessant. finde ganz ehrlich, ich habe mal 1 gegen 1 gemacht. Ich finde das Ja, so das sind überall scheiße. Kühe, die kannst du dann heimschicken. Das ist so scheiße, weil irgendwie, weil es halt immer allein. Ja, eben, so 2 oder 3 gegen 3 müssten es schon sein. 3 gegen 3 könnten wir nur machen, wenn ich den Server auf 6 Slots jetzt gleich für längere. Ah ja. Aber ich habe niemanden, der richtig gut Minecraft spielt oder nicht cheatet oder so. Das ist das Nicht, Problem. vor allem nicht cheatet. Ja, vor allem nicht cheatet, genau. Weil ich kann einfach niemandem vertrauen. Es sind alles so kleine Kitties, die unbedingt cheaten müssen, damit sie gewinnen können. Soll ich dir mal was sagen? Ich habe einmal bei dem PvP Hunger Games gecheatet. Einmal. Weil Das ich wissen einzige wollte. Mal, dass ich jemals gecheatet war, war bei GTA San Andreas, der Panzer-Cheat. Ich bin absolut gegen Cheats.
Weil Cheats, das ist mir einfach viel zu leicht, wenn ich cheate. Nur zum Spaß mal cheaten. Zum Beispiel für eine Saints Row 3 Vorführung, wenn ich das Let's Play mache. Dann cheate ich vielleicht ein, zwei Mal ohne zu speichern. Zum Beispiel ein Schnellboot oder so. Weil Boote bekommt man wahrscheinlich erst später im Spiel, oder? Ich war zwar noch nie am. Ich habe nur die Testversion angespielt. Die ging 4 Stunden. Es gibt es Steam so begrenzte Demos. Die Ja, Vollversion sind. da habe ich auch mal so ausgespielt. Da war mal so ein, da war, ist mal so ein kleiner Gangster. Und ja, und das sollte man so Missionen machen. Die sagen das dann immer einen Tag oder 2 Tage davor an. Genau. Glaube ich. Ja, von mir werdet ihr sowieso viele Ankündigungen. Ich schreibe zum Beispiel, jetzt kommen heute zum Beispiel Skyrim oder eben Minecraft und so. Weil, ja, es ist für mich irgendwie eine Aufgabe, noch Kommentare zu schreiben, oder? Und da auch zu antworten. Viele Let's Play antworten einfach gar nicht mehr, oder? Ja, okay, die können auch nicht mehr Hey, antworten. dieser Jungle ist ja mega gigantisch. Ich sag jetzt mal, bei 3000 Kommentaren kannst du einfach nicht mehr antworten, richtig. Ja, aber wenigstens so durchsuchen und die wichtigsten beantworten. Weil auf Spams antworten ist einfach nichts. Es bringt nichts. Weil meistens sind die Spammer extrem eigensinnig und schauen nicht auf fremde Kommentare, die, also, wie angeschrieben wurden oder so. Aber eben kurz löschen kann man ja, oder? Das ist eine Aufgabe von 2 Sekunden. Wir brauchen dann noch, wie heißen die Redstone-Lampen, oder? Ja, Ah, für der die. Kürbis. Kürbis. Wenn du Kürbisse siehst, Ich bring habe die irgendwie unten mit. Redstone gefunden. Ich glaube, es ist ein Kürbis, habe ich jetzt bis jetzt noch nie gefunden. Hier auf der Map. Weil wir könnten dann Kürbislampen machen. Die sehen geil aus. Die werden mit Patch 1.4 verstärkt. Die Kürbislampen. werden eine größere Sichtweite, also Leuchtweite haben. Ja, das ist richtig cool. Hier ist ein Extreme Hills Biom, ein Bergbiom. Okay. Hinter dem Jungle, also vom Haus hinter dem Jungle. Dort Hast du findet man eine viele Smaragde. PlayStation 3? Nein, ich habe keine Konsolen, ich spiele allgemein nur PC. Schade, weil sonst hätten wir Battlefield spielen können. Achso, du spielst ja sowas nicht. Ja, dann brauche ich einen Grapper zum Aufnehmen. Und Grapper sind extrem teuer. Ne, da gibt es welche für 10 Euro. Ja, aber man braucht für PlayStation 3 Gamer einen extrem guten PC. Grapper. Weil viele Spiele werden einfach nicht mit 30 oder 50 Megabyte oder Gigabyte gar nicht aufgenommen. Ah, hier habe ich Kürbis gefunden. 5 Kürbisse. Ja, kannst du dir auch auf den Kopf aufziehen, gell? Was? Du kannst Ah, Kürbisse ja, anziehen. ich weiß. Aber ich nehme die mit, mache es Samen draus Ja, und und setze sie. dann pflanzen wir sie an. Mache ich eine extra Abteilung für Kürbisfarm. Okay, gut. Und dann Melonen, wenn wir in einem